Paulsen entscheidet, Topspiel in der 94. Minute. Bayern München baut ihre Tabellenführung aus und Kimmich hat einen wichtigen Anteil dafür geleistet. Er hat einen speziellen Rhythmus gehabt, sag ich mal. Er konnte sehr, sehr lang schlafen, auch wenn draußen schon die Sonne aufging, da hat er trotzdem weiter geschlafen. Von dem her war das wirklich recht angenehm. Wir hatten eine geile Zeit, zwei Jahre lang oder fast zwei Jahre. Es war einfach eine schöne Zeit. Wir haben einander einfach genossen und haben immer wieder zusammen gespielt, zusammen Essen gemacht. Und deswegen blicke ich immer wieder zurück auf die Zeit mit halben Tränen in den Augen, dass es nicht mehr so ist. Wir haben so ein halbes Jahr gebraucht, bis er noch die Sprache konnte. Und dann haben wir uns echt top verstanden, haben dann auch immer wieder so unsere Spiele zusammen danach angeguckt und so ein bisschen analysiert und darüber gesprochen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu wohnen. Vor allem würde ich mal sagen, dass er sich extrem entwickelt hat. Also er ist so wirklich das Paradebeispiel eines RB Leipzig-Spielers. Er kann gegen den Ball arbeiten, hat eine extreme Dynamik. Sein Körper ist brutal. Er hat eigentlich kaum ein Gramm Fett an sich. Der ist halt ein Top-Spieler, allgemein über die ganze Linie. Der hat viele Stärken, der ist sehr, sehr ruhig am Ball, super Überblick kann eigentlich auf viele verschiedene Positionen spielen. Super wichtig für eine Mannschaft, weil er, glaube ich, so beide Seiten vereint. Der ist einer, der aggressiv gegen den Ball arbeitet, der ist schnell, der kann viel laufen und macht auch trotzdem extreme Wege auch nach vorne, zieht immer mal wieder Gegenspieler mit für seinen Mitspieler. Gerade auch Timo Werner hat da viel, viel davon profitiert. Und dazu hat er es jetzt noch geschafft, auch seine Torquote auszubauen. Von dem her kann man nur sagen, er hat sich richtig gut entwickelt. Seine Schwächen hat er wenige, sondern der ist nicht so groß. Also klar, in Zweikampf vielleicht hat er seine größte Schwäche, wenn wir das überhaupt als Schwäche bezeichnen können. Aber klar, da gibt es viele Spieler, die ein bisschen mehr Größe hat. Für mich wird es, denke ich, immer ein besonderes Spiel bleiben, weil ich einfach zwei Jahre bei Leipzig gespielt habe, weil ich da viele gute Erinnerungen habe. Wir sind zusammen aufgestiegen. Von dem her wird es immer besonders sein, gegen einen Ex-Verein zu spielen. Es ist immer ein besonderes Spiel gegen Bayern. Da wir freuen uns einfach übertrieben auf das Spiel. Und jetzt gerade eben, wenn es der erste und zweite ist, ich glaube, es ist nicht zum ersten Mal, dass wir die Duell hat, wo wir Zweite waren und die Erste. Und deswegen ist es genauso wie für die Zuschauer und für alle anderen, ist für uns auch ein Top-Spiel. Und einfach auf was man sich sehr, sehr freut. Die Tabellenkonstellation ist natürlich auch noch so, dass es eine gewisse Brisanz hat, dass es sehr, sehr wichtig ist, für beide Mannschaften das Spiel zu gewinnen. Glaube ich, ist schwierig. Der ist immer sehr fokussiert und deswegen, selbst wenn ich mich mit ihm unterhalten würde, dann würde er, sobald der Anpfiff ist, dann wieder bereit sein. Da muss ich mir was ganz Fieses einfallen, auf jeden Fall. Boah, ich glaube gar nicht. Er ist da schon die Ruhe weg. Er macht sich jetzt, glaube ich, vor dem Spiel jetzt auch nicht so einen großen Kopf. Ist da immer recht fokussiert, von dem her würde ich das gar nicht erst probieren. Paulsen entscheidet, Topspiel in der 94. Minute. Bayern München baut ihre Tabellenführung aus und Kimmich hat einen wichtigen Anteil dafür geleistet. Herzlichen Glückwunsch zu deiner super Entwicklung. Du hast heute ein Riesenspiel gemacht. Leider hat es trotz deines Tores nicht zum Sieg gereicht. Liebe Grüße an deine Frau und Kind. Einfach ein Bild von den Schlagzeilen. Ich glaube, dass
dass man bei Bayern vielleicht doch noch, sag ich mal, einen Tick mehr Tore schießt, wobei wir jetzt nicht viel mehr Tore geschossen haben als Leipzig. Trotzdem finde ich es auch bei Levy sehr erstaunlich, wie er wirklich über Jahre hinweg immer wieder 20, 30 Tore in der Bundesliga macht. Und dazu kommt ja auch noch Champions League und DFB-Pokal. Von dem her, ja, kann man wirklich nur beiden bisher gratulieren für ihre Leistung, aber die Saison ist ja noch nicht zu Ende. Ich glaube, dass Timo dieses Jahr seinen eigenen Bestmarke knacken werden. Und ob dann Lewandowski mithalten können, das werden wir sehen. Aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Rennen, wo dann Timo schneller ist am Ende. Weil wir das noch nie waren. Und irgendwann muss der Zeitpunkt kommen, wo das eine andere Mannschaft wird als FC Bayern München. Die Art und Weise, wie wir spielen, die stimmt wieder. Und ich glaube, wenn wir das jedes Spiel auf den Platz bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr hoch, dass wir unsere Spiele gewinnen werden.